Wie schafft man es eigentlich geschickt, solche Wurzelausdrücke als Potenz darzustellen? Naja, zunächst wäre es schon mal gut, wenn du weißt, dass die Wurzel von x dasselbe ist wie x hoch 1/2. Diese 2, die hier unsichtbar ist, spricht man auch nicht. Niemand würde sagen, die zweite Wurzel. Aber tatsächlich, es gibt die dritte Wurzel, die fünfte Wurzel und wenn du so willst, auch die 13. Wurzel. Wow. So, jetzt wird es aber schon klar, oder? Wenn aus der zweiten Wurzel von x hoch 1/2 wird, was wird dann wohl aus der dritten Wurzel? Du ahnst es vielleicht schon, x hoch 1/3. So, jetzt spiel mir das mal weiter. Die fünfte Wurzel von x hoch 2. Die 5 wandelt ja immer in den Nenner, ja? Das heißt, wir haben x hoch, die 2 übernimmst du, 2/5. Und jetzt machen wir es noch einmal andersrum. Was passiert dann mit x hoch 5/7? Ja, die 7 wandert wieder vor zu dieser Wurzel. Das heißt, wir haben die siebte Wurzel von x hoch 5 und das war Wurzel mit Nick.